Wenn ich 1 Million Euro im Lotto gewinnen würde, würde ich das Geld gewinnbringend anlegen, sodass ich und meine Nachkommen davon noch was haben. Ich würde eine Reise machen nach New York und würde dort erstmal ein bisschen shoppen und den Rest würde ich dann mit meinen Eltern teilen. Ich würde mir ein Haus kaufen, damit ich einfach, wenn ich älter bin, keine Miete zahlen muss und einfach ein schönes Leben habe. Ich würde eine Weltreise machen, aber vor allem nach Australien fahren, weil ich die Kultur da sehr ansprechend finde. Also ich würde sehr gern in Weiterbildung investieren, aber natürlich auch einen Teil in Urlaub, in einen längeren Urlaub, vielleicht auch einen Luxusurlaub wirklich mal. Also richtig schön so ein bisschen die Sau rauslassen, wenn man es mal so sagen darf. Ich würde mir davon ein Haus kaufen und ich würde auf jeden Fall noch was sparen, weil es kann immer sein, dass schlechte Zeiten auf einen zukommen. Mit 1 Million Euro würde ich das Geld sparen für später und einen Teil würde ich für gemeinnützige Zwecke spenden. Mit den 1 Million Euro würde ich mir natürlich auch ein Motorrad ermöglichen, weil es schon ein sehr langer Wunsch von mir ist und das wird sich natürlich anbieten, da die Route 66 zum Beispiel runterzufahren. Das ist ein Traum von mir.